Hallo Kinder, heute möchten wir euch vom Barfly Open Air erzählen. Das Barfly Open Air, das ist ganz dolle beliebt und wie ihr selber seht, ist dort immer echt die Hölle los. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und dann gibt es da noch den Ronny. Der Ronny, der findet das Barfly Open Air auch ganz knorke. Und darum spielt er da auch heute Abend mit seiner Band. Damit seine Gitarre nicht ganz so scheiße klingt wie sonst, hat der Ronny neue Saiten gekauft. Und die fummelt er gerade dran. Ja, und außerdem ist er auch ganz dolle aufgeregt, weil er genau weiß, dass er den Auftritt wieder verkacken wird und ihn seine Bandkollegen dann ganz böse angucken. Macht eigentlich irgendwer Fotos? Ja, Ronny. Und die allerschönsten von dem hier. Ja, und bei so einem Open Air, da spielen natürlich auch Bands. Und die sind ganz dolle laut. Zum Beispiel die natürlich auch, die sowieso. Sogar der Frankie war richtig begeistert. Aber nun, liebe Kinder, kommen wir zu etwas ganz Tollem. Das Allerschönste an so einem Open Air ist die Aftershow-Party. Da kann man komische Leute treffen und sich ganz dufte mit ihnen unterhalten. Zum Beispiel trifft man da den Olaf. Und der Olaf, der hat die Haare schön. Außerdem kann man auf so einer Aftershow-Party auch tanzen. Oder man sollte es auch besser lassen. Schaut mal, Kinder, da ist ja schon wieder Frankie, die alte Fummeltrine. Und der Frankie, der hat den Marcel ganz doll lieb. Das Schönste an so einer Party ist aber, wenn eine Band spielt. Und bei so einer Band, da trommeln Trommler und Sänger singen. Aufgepasst, hier könnt ihr übrigens genau erkennen, warum das Karelpalais Karelpalais heißt. Leider sind bei so einer Aftershow-Party nicht alle Leute so friedlich wie der Frankie und der Marcel. Nein, es gibt auch immer wieder aggressive Spuren.